Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Crow mit der lieben Skadi zusammen. Hallöchen. Ja, wir sind wieder zurück auf dem Feld. Wilma. Was denn Wolle? Das passt nicht so ganz hier. Nee, kommt doch nicht ganz hin. Nee, nicht ganz. Na gut, bessern wir dann aus. Aber ja, es war fast gut. Muss mal gucken, ob ich es vielleicht noch erwischt, oder? Nee, oder? Nee. Nee, so ganz erwisch ich es nicht. Ich glaube nicht. Okay. Bin mir. Nee, nicht so ganz. Oder? Oder? Nee, nee, nicht so ganz. Oder? Naja, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Ne, die Wilma findet ihr auch in der Videobeschreibung. Oder. Da gibt's kein Oder. Lasst gerne ein Däumchen da. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, wir sind hier noch weiter am Flügen. Immer montags ab 19.30 Uhr sind wir live auf Twitch. Aber da flügen wir nicht nur. Nee, da flügen wir nicht andere nur. Sachen. Richtig. Und wichtig ist, schreibt auch alle mal in die Kommentare und hier gerne in den Chat. Go, Spicy Chickens, go! Go, go, go! Go! Yes, of course. So. Gut, Wilmi. Du ziehst weiter deine Bahn? Ja. Okay, dann bessere ich hier schon mal so ein paar Kleinigkeiten aus. Ja, perfekt. Mach das. Oh. Gerade hier am Rand. Hast du oben bei dir am Rand schon alles gut? Passt, da ist noch eine größere Ecke oben links. Okay, dann schnapp ich mir die Ecke. Ja. So, hast mal hier das Blatt. Und dann denke ich, läuft das hier. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich auch. Und ich bin gespannt, wann wir unseren nächsten Skillpunkt vergeben werden. Oh ja. Und vor allen Dingen was. Es ist noch viel interessanter. Lass uns doch schon mal beratschlagen, was wir machen könnten. Ja, das nächste, was wir machen könnten, ist, Weil der nächste Punkt ist mit Sicherheit nicht weit entfernt. Und dann stehen wir wieder da und wissen nicht, was wir machen sollen. Also jetzt schon die Planung. Jetzt schon die Planung. Ja, damit wir dann einfach nur sagen, so, Punkt weg und weiter geht's. Tja. Das ist die Frage der Fragen. Was hältst du denn? Wir haben ja jetzt den 250 PS Schlepper. Ja. Wenn wir vielleicht schon mal... Meinst du, wir sollten noch mehr Technik holen für den? Also ich bin am Überlegen zwischen Drescher und vielleicht einem Silo. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir keine Möglichkeit haben, gegebenenfalls Sachen abzuladen, weißt du? Zu lagern. Hm. Verstehe ich. Weiß halt nicht, ob wir das einfach bei uns aufs Feld werfen können. Oder Felder. Dass wir erstmal sagen, wir snacken uns noch ein Feld. Dass wir in die Planung wieder reingehen. Ja, das wäre auch nicht doof. Bin ich auch definitiv dabei. Weißt du wie? Ja, das, weil ich da ist ja auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns die besten Felder flöten gehen, ne? Ja. Also, dass wir besser, ich sag jetzt mal, einer der ersten sind, die halt, ne, die guten Felder, dass die halt weg sind. So. Und dass uns davon welche auch gehören. Wenn ich sagen, ja, warum haben wir denn nicht schon eher in Felder investiert? Warum haben wir uns da und damit aufgehalten und jetzt kriegen wir nur noch den letzten Mist? Ja. Wäre auch die Idee, ne? Ja, weil wenn du mal geguckt hast, da ist ja auch noch ganz viel mit Felder Kategorie 1 erstmal. Und dann sind damit Sicherheit auch nicht mehr. Also, da ich sag jetzt mal, Feldkategorie 1 ist ja auch nicht immer das gleiche. Wir haben größere Feldkategorie 1, also welche, die da reinfallen, und kleinere. Und dann sollten wir zusehen, dass wir davon noch die größten wegkriegen. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Also, ja, schwierig. Man könnte sagen, wir holen uns noch Feldkategorie 1 und gehen dann direkt, danach wird ja vielleicht Feldkategorie 2 kommen. Und dass wir dann direkt auf den Zweier auch gehen, weil das tatsächlich bis 3 Hektar dann schon ist. Ja. Dann lass uns doch das so machen. Ja. Können wir machen. Gut. Also als nächstes, sobald wir Punkte haben, wird das ein Feld, ja? Okay. Okay. So, jetzt sind wir aber hier schon fast fertig, ne? Ja, ist nur noch so Kleinkrams. Bei mir da der Start, bei dir ist hier noch ein bisschen, wie ich sehe. Krimskrams quasi. So, warte mal. Ach du Scheiße. Guck doch mal in die App rein, wie das da so aussieht. Ja, ich sehe das gerade. Naja, das ist hier, oh Gott, so ein paar kleine Streifen da halt noch.
Dann sollten wir die aber ausbessern, weil ich könnte mir vorstellen, dass die auch in die App gucken und dann heißt es, das ist nicht ordentlich. Naja, dann sollte uns kein Dreischlafflug geben, ne? Ja, schon gar nicht für den schönen JCB. Ja. Darf ich ihm einen Namen geben? Ja. Okay, ich überlege mir einen. Welchen denn? Hab noch keinen. Aber okay. Ich denke mal drüber nach. Ja, scheiße, hier sind immer so kleine Fitzels da, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist das Problem. Gut, fahr du mal vor, ich mach oben die Ecke. Okay. Ich nehme hier mal so dieses ganze Kleinkrams noch. Ups. Oh. Fahr deine eine Strecke gleich auch noch. Also ich mach das hier oben noch und dann fahre ich deine eine Strecke noch mal runter. Der noch nicht so war. Ja. So. Ja. Das ist aber auch ein Mist hier mit dem Geflüge, ey. Ich hasse sowas. Drei Schar, Drecksmüll, Kackmist, Kacki hier, ey. Kacke. Voll oldschool, ne? Das ist mehr wie oldschool, ey. Ich war froh, dass wir in der Neuzeit angekommen sind, Wilma. Wir in unserem Alter, weißt du wie? Ja, natürlich. Dass wir nicht mal mit den kleinen Scheiß hier rumhantieren müssen und zack. Es ist aber fast so, als hätten sie uns auch noch Pferde gegeben. Ja. Und die wären vielleicht sogar noch schneller gewesen. Richtig. Okay, ich glaube, ich habe hier oben soweit alles. Sehr gut. Ja, wenn du hier nochmal am Rand lang fährst, da habe ich nochmal was gesehen hier bei mir, links von mir. Ja. Aber ich glaube, das sieht echt schon ganz gut aus. Oh. Nee, komm, Wilma, das ist gut. Das ist wirklich. Ja, na klar ist das gut. Komm, die anderen mussten ihre Sachen auch nicht alle abgeben. Hm. Ja, ich verstehe schon. Wir werden noch mal losgefahren, kann ich dir sagen. Ja, werden wir auch. So, dann let's go. Du fährst vor. Warte. Willst du den JCB nehmen, weil dann bist du schneller und dann. Weißt du? Ja, warte. Da oben auch noch. Warte, lass mich vor, lass mich kurz vor. Ne, der ist schon, ne? Sah gerade nur so aus. Yes, ja, gut. genau da. So, daher das Ding. Okay. Wie mache ich das jetzt wieder aus hier mit dem Strich? Alt W. Okay, danke. Bitte. Jetzt fahren wir aber nicht weg. Ja, komm. Ich bin Gas, hinter Mutter. Dir. Es ist ja, das Ding fährt ja nur 52. So, einmal zurück zum Händler, saß er. Oh, 65, müssen wir ja. Arsch, ey. 65, das ist voll die geile Karre, gell? Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich mal geil. Ja. So, du musst dann nur hier von der Hauptstraße folgen und dann immer geradeaus. Okay, das kriege ich hin. Merkst du es schneller, ne? Ah ja, das, ja, vielleicht ein bisschen, aber ja, das sind, da reden wir auch nur von Sekunden. Oder Minuten. Nee. So viele Sekunden. Wir sind auf jeden Fall die nicht. Ersten. Achso, warte mal. Uli, wir haben das fertig. Wir geben gerade die Geräte zurück. Okay, perfekt. Ich bin unten. Ich warte. Bis es abgeklappt und dann jetzt weiter. Yippie! Heilige Scheiße! Entschuldigung! Uiuiui. Du fragst dich, warum ihr nicht mit meinen Autos fahren dürft. Fahrzeugen wie auch immer wegen der Versicherung. Ja, tut mir ja leid, Olle, Mann. Ja, ordentlich. Bin ich. Alles gut, ich bin da. Bin beim Händler. Hallo. Hallo. Ach, Gustav. Ja. Gustav. Gustav. Eines Morgens bin ich aufgewacht. Naja, egal. Ey, wir sind fertig. Ja. Klasse. Wo ist der Uli? Ach, da hinten. So, ja, wir sind fertig. Alles abgegeben, alles ready to fly. Habe ich einen Ohrwurm. Vielen Dank. Bitte. Ich muss mal wieder einen Moment. So, Uli, fertig. Ja, ihr könnt euer Tablet aktualisieren. Ei, besorgt euch ja gemeinsam eure Schränke vom Schreiner und bringt sie zu eurem Hof. Ladet sie mit euren eigenen Maschinen auf. Oh, okay. Alles klar, jetzt muss ich. Alter, ja. Wilmi? Ja, ich wechsle schon die Fahrzeuge. Ich bin unterwegs zum Hof. Ja, fahr mit dem JCB. Stell den Marseille bitte draußen hin.
Soll ich mit dem. Hä? Wo soll ich den denn F lassen? Da hinstellen wieder und kommst bitte, fährst bitte mit JCB zum Hof und holst die Pritsche. Ja, genau. Aber und verrätst mir bitte, wo die Ballengabel ist. Die Palettengabel. Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Ich hatte nichts davon. Oben am Hof ist es nicht. Also geh davon aus, dass es nicht bei Uli ist. Habt ihr denn schon was zum Aufladen, also wo ihr das draufladen könnt? Ja, unseren Pritschenwagen. Die Pritsche ist bei dir am Hof. Muss ich nur abholen. Diesen Reform, ne? Ja. Genau, ja, da wollte ich nämlich sagen, die Pritsche steht nämlich bei mir. Genau, dann da hole ich jetzt den Wagen für, dann hole ich bei dir die Pritsche und dann geht's weiter. Okay. Bezüglich Palettengabel weiß ich nicht, ob bei mir eine steht. Von euch muss ich erst mal gucken. Das könnte gut sein. Ich schau mal. Es ist lieb von dir. Na klar, gerne. Aber hier oben oder hier unten? Hab sie, Wilma. Sehr gut. Bei den Fahrrädern ist sie. Stimmt, hatten wir nicht gesagt, wir wollten das da. Ja, doch, da hatten wir das ja gesagt, dass wir das da hinlegen. Stimmt, ich erinnere mich. Da hatte ich die Sachen ja hingebracht, das eine Mal. So, gut, wo war denn der Schreiner? Scheiß die Wand an. War der nicht in der Nähe von unserem Hof? Der war doch da irgendwo, oder? Ja, ich habe ihn. Okay. Hab ihn. Ich bin auf dem Weg zum Schreiner, ne? Wäre schön, wenn du kommen würdest. Ja, haha. Bin bald hoffentlich da. Bin jetzt gleich am Hof. Gut. So, pass auf, da war ich. Hier sind auch Leute bei uns, die sind hier am Pflügen. Ja, könntest du doch. Ein Feld weiter. Ja, ich wollte dir das nur sagen. Heilige, da ist eine Lücke. Ah, da ist der Schreiner. Vielleicht gerade ein bisschen durch die Gegend geflogen. Also der JCB kann auch fliegen. So. Aber, ach du heilige Scheiße, Wilma. Ja? Also hier sind Möbel, ja. Ich brauche so schnell wie möglich die Brettchen hier. Bin jetzt im Reform und fahr jetzt zu Ulis Hof. Okay. Nicht gleich kaputt. Eieieiei. Kannst du dich bitte beeilen? Ja, das sagst du so. Das Ding, ja, das ist ja nicht so langsam. Ich gebe mir Mühe. Steh bereit. Bitte beeil dich. Ja, ich muss jetzt nur den richtigen Weg finden. Einfach rüberfahren. Ja, ich versuche das. Ja. Warte, wo bist du denn? Das ist schon mal falsch. Ach, Wilma. Warte, ich drehe. So schlimm ist noch nicht. Wo bist du denn? So, ja, jetzt einfach jetzt gerade runter, unten rechts. Nächster ja. Einfach wieder rechts. Bei dich. Ja. Das macht ihr komische Dings. Rechts. Ja. An der Tanke. Oh, bring mir ein Fasan mit. Oh, so. Gimme, gimme. Ja. Go, spicy chicken, go. Go. Hey, wo bist du hin? Hey, ich brauch doch noch den Pritschenwagen. Der ist bei Uli. Och. Das hatten wir eben gesagt. Jetzt muss ich nur... Genau, da unten. Das Ding war noch da. Das wusstest du aber. Bist du sicher, dass der bei Uli unten auf dem Hof steht? Bist du? Nee, der steht oben. Och, der steht oben. Der steht neben dem Silo, zwischen Silo und dem kleinen Hoflauer. Dankeschön. Gib Gas, nicht rückwärts, geradeaus. Ich wollte sagen, dann lots mich jetzt schnell. Ja, ich lots dich. Voll an der Kreuzung rechts. Rechts und links hoch. Ja.
Da links hoch zum Hof. Ja, ja, ja. Okay. So. Was habe ich denn dann da unten gesehen? Nein, nicht, weiß man nicht. Nicht dieses Ding da. So. So, wo ist er denn jetzt hier? Am Silo. Wo denn hier? Und hast du ihn? Noch nicht. Ding? Ach, da! Wow. Gut versteckt. Jetzt habe ich ihn. So. Ja. Da. Oben raus. Na, ich fahre die gleiche Strecke wieder da runter. Oder nicht? Ja, fahr. Fahr, okay. Gib Gas. Er beschleunigt mich so. So. Jetzt gleich wieder rechts, links. Ja. Direkt links, also. Ja, ja, nächste so links. So, und jetzt links wieder, ne? Ja. Okay. Vollgas bis zur nächsten Kreuzung rechts. Gut. Wisst ihr, das kommt davon. Ich habe gleich gesagt, lass uns die Pritsche auch noch holen. Hier rechts. Nächste links rein, so. Da ist der Schreiner. Ja, ja, ich sehe dich schon. So. Oha. Was hast du getan? Ja, nix. Fahr vorbei und rückwärts ran. Fahr vorbei und rückwärts ran. Komm, der die Dinger hier drauf stellen kann. Ja, genau. Und rückwärts ran und halt die Spanngurte bereit. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ich würde sagen, muss mich lotsen. Weiter, 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 weiter. Stopp. Ah, ja, ein Stückchen vor wieder. Gut, ja. Stopp. Ja. Spanngurte bereit. Ja. Ja, die eine Palette haut schon ab. Ja, Vorsicht. Ich muss erst rausziehen. Ja. Okay. Geht. Und jetzt zum Hof. Nein, wo sollen wir die hinliefern? Achso, zum Hof. Hatte ich das so verstanden, oder? Uli, müssen wir die sollen zu unserem Hof, ne? Ja. Gut, alles klar. Auf geht die Wiedefahrt. Oh. Ja. Was schön sagte. Hof war hier einfach links und dann geradeaus, ne? Ja, da bei 34. Ja. Ja, hier links, tust ne? Tust du mir denn, ja. Tust du mir denn hier an mit dem Ding? Ja, komm, das wirst du schon hinkriegen. Gib mir. Gebe ich nicht. Weil umkippen will ich mit dem ganzen Krams der hier nicht. Der kippt ja nicht um. Das sieht das saustabil aus. Jetzt gib Gas hier hochwärts. Ja, dass der Gas nach oben geht, aber nicht in den Kurven. Das mache ich nicht, Wolle. Guck mal, wie schnell ich bin. Ich hol dich sogar ein. Müssen wir jetzt hier rechts? Ja. Ah, da ist der Hof. Sehr gut. Da ist der Hof. Sehr gut. Die waren noch im Angebot, die Schränke Wolle. Hätte ich dir das sagen müssen. Warte mal kurz. Uli, sollen wir die da abladen oder wie ist das jetzt? Oder reicht das? Wir sind jetzt angekommen am Hof. Werden da abladen, weil die müssen, ihr müsst ja, das ist ja für euch. Nein. Bleibst du stehen? Ja, Uli. Dann ist es dahin, wo es euch nicht stört und dann seid ihr fertig. Du sagst Bescheid, wenn ich Spanngurte wegnehme? Nein, stopp. Nein. Mach ab. Gut, guck mal, ob du den rauskriegst, ob du wegfahren kannst, dass der sich gerade stellt. Ja, ich will vorne weg. Ich muss vorne weg. Ja, fahr weg, fahr weg. Gut, sehr gut. Warte, weiter, weiter, warte, weiter, weiter. Ja. Abgeladen, Uli. Ja. Und steht. Okay. Es steht alles. Dann aktualisieren wir mal. Wer weiß denn sowas? Fahrt gemeinsam zum Spielplatz im Norden, dort werdet ihr erwartet. Okay, nehme ich an. Jawohl. Spielplatz im Norden. Warte mal, können wir hier gemeinsam fahren? Weißt du denn, was müssen wir mitbringen? Warte. Müssen wir irgendwelche Fahrzeuge mitbringen, Uli? Weißt du das?
Nee, meines Wissens nicht. Einfach dorthin. Okay, Wolle, lass uns trotzdem zwei Fahrzeuge nehmen. Nee, komm hier. Gib Gas. Komm, gib Gimmi. Dann musst du mich lotsen. Warte mal, wo ist der Spielplatz? Warte mal, welcher Spielplatz im Norden? Scheiße, welcher Spielplatz ist das denn? Das da, wo wir schon mal waren, war das auch ein im Spielplatz? Norden. Wo ist denn hier ein Spielplatz? Biogas, Fackelhaufen. Ich weiß nicht, kannst du bitte mitgucken? Ja, mache ich sofort. Ich will nur hier einmal zur Straße zum Ende, damit wir dann gleich weiter können. Ist da Latte, wo du stehst? Ja. Oberhalb von Feld 41. Dann fahre ich erstmal zu Feld 41. 41? Da ist da kein Spielplatz. Wo ist denn dein Spielplatz? Das werden wir dann sehen, Wolle. 41. Okay, gib Gas. Ja, da raus, genau. Kann ich da lang? Ja, weil da Baustelle, deswegen. Fahr einfach. Okay. Mensch, einfach querfeld ein, was weiß ich. Ja, kein Problem. Da, nächste rechts, dann immer der Hauptstraße folgen. Und wenn es geht, alles, was drin ist. Ja. Let's go. Bin mal gespannt. Ich auch. Mach die runde Umleuchte an. Nee. Warum nicht? Will ich nicht. Ja, aber das ist ja gut. Weiß nicht, umsonst. Wandleuchte. Jetzt wird gespielt, Wilma. Hier links rum, ne? Ja. Go, Wilmi, go. Go, Wilmi, ja. Go. Ja. Oh, Spicy Chickens. Ja, Spicy Chickens Forever. So, da vorne auf der linken Seite kommt Feld 41 übrigens. Ja, genau. Und hier irgendwo beim Wald muss das sein. Weiter, weiter, weiter. Immer Gas. Was hältst du von dem Namen Rocket? Rocket? Ja, weil er wie eine Rakete ach so, über ja. die Straßen rast. Ach so, der JCB Rocket ja, quasi. Natürlich. Ja, natürlich. Klingt geil auf jeden Fall. Sehr gut. Klingt furchteinflößend. Ja, muss er auch. Er hat auch die furchteinflößende Farbe, deswegen passt das alles. Aber hallo. Das sag ich dir. Ja. So, warte mal. Da muss das ja hier irgendwo sein, rechts. Soll ich hier mal reinfahren? Hier oder die nächste? Ich würde sagen, die nächste. Nächste, okay. Weiter. Ja. Oh, das ist auch so ein dreckiger Gangschalter, ey. Nie wieder sowas hier rechts. Ja. Aber ich... Er braucht halt, ne, bis er dann mal los... Oh, wow, da steht irgendein Auto. Ja, da stand schon immer hier links. Aber hier ist ja kein Spielplatz. Lass mal zu Fuß, ich will da nicht durch. Doch, nee, warte mal, hier ist ein Grillplatz. Hä? Doch, hier ist ein Spielplatz. Nee, hier ist eine Rutsche auf jeden Fall. Das ist ein Spielplatz? Ja, weiß ich nicht. Ja, doch schon, oder? Ja, doch, guck, hier sind Schaukeln. Ja, Schaukel, ich frage, Rutsche. Ob das der Spielplatz ist. Aber hier ist niemand. Okay, hast du Würste mit? Würste und Holzkohle? Altes Scheiße, Brot und jetzt? Noch, was ich eigentlich den Schafen geben wollte. Aber im Norden, das ist ja der Norden. Das muss ja hier sein. Wo ist denn Uli jetzt? Weg. Guck mal, ob du den erreichst. Ich will mal kurz an der Straße gucken, ob ich irgendwas anderes sehe. Ja. Weil wo der Spielplatz ist ja nicht im Norden, der ist ja zentral. Der Dings hier, der Dingsplatz. Uli? Hallihallo. Hallo? 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 Ja. Hallo. Wo sind Sie denn? Kommt mal her zu mir. Hallo. Ja, wo denn? Let's get ready Wolle. To rumble. Oh, jetzt hau mal raus hier. Oh mein Gott. Wolle, das ist ein Marsmensch. Oh mein Gott. Iron ist Man. Nein. Moin, grüß nichts dich. Mars. Hi. So, ihr habt die Ding bekommen, dass ihr an einem Quiz teilnehmen müsst. Bin ach, ich da richtig? Scheiße. Nee, ja, wir sollen zum Spielplatz kommen, haben wir gekriegt. Achso, das sind wir jetzt angekommen. Wir sind beim Spielplatz. Okay. Das ist erfolgreich. Ja, okay. Aber da haben wir ja vielleicht Punkte dafür. Da haben wir ja das schon abgeschlossen. Ja, genau. Deswegen möchte ich Punkte. nee, so einfach geht's nicht. Also, ich habe je 23 Fragen. Oh, davon könnt ihr euch 7 aussuchen. Ah, ja, okay.
Aber ich kann euch die Fragen jetzt nicht vorlesen, sondern ihr müsst mir einfach die Nummern sagen, die ihr dann für euch wählen würdet. Und die werden dann für die Kontrahenten gesperrt. Das heißt, ihr sagt mir einfach 7 Zahlen zwischen 1 und 23. Ich fange kurz an. Ja. 1, 14, 19. So, du 3? Okay. Hey, stopp. 8, 14, 19. 8, 14. Okay, bin ich? Ja. 3, 5, 13. 8, 14, 19 und 3, 5, 13. 13. Und die 21. Gute Zahlwolle. Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann habe ich die für 69 euch reserviert. Gibt's ja leider nicht. Ich glaube, die Zahl war doch nicht so gut, so wie der gelacht hat. Okay, und jetzt? Ja, jetzt würde ich euch die Fragen stellen und ihr gebt mir dann Antworten darauf. Na, hau mal Fangen raus. Fangen wir mit der ersten Frage an. Welche Richtlinie bestimmt die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen? Antwort 1, RSA 95. B, RSA 21 oder C, RSA 11. Bevor wir jetzt irgendwas sagen, was ist denn, wenn wir die falsche Antwort geben? Oh, nix, dann habt ihr die falsch beantwortet. Ich finde 21 ist eine gute Zahl, ich bin für 21. So, ich schließe mich einfach mal an. Das ist leider richtig. Oh mein Gott, Wolle, du bist so unglaublich clever. Nee, ich habe das null gewusst. Das war einfach nur bei 21 eine schöne Zahl. Ich wusste das übrigens. Wolle ist nämlich, der ist ein unglaublich cleverer Mensch. Nächste Frage. Wofür steht Milka? Die Marke Milka. Also dafür Schokolade. Olle, gibt es keine Antwortmöglichkeiten? Nee, diesmal gibt es keine Antwortmöglichkeiten. Dann steht Milka für Schokolade oder beziehungsweise für die lilane Kuh. Die lilane Schokoladenkuh. Milka ist auch eine Abkürzung. Milchkakao. Milch? Ja. Ja, Milchkakao. Ja, das ist richtig. Ja, gut. Wunderbar, das geht ja ran. Ja, Thomas weiß, was er bei Kindern hat. Los, nächste Frage. Ja, dann Frage Nummer 3. Wer ist der größte Lebensmittelproduzent Deutschlands? Hier gibt es wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Einmal Antwortmöglichkeit A, Südzucker. Antwort B, Dr. Oetker. Oder Antwort C, Nestle. Nee, warte, ich weiß es nicht. Aber ich hätte jetzt auch spontan hätte ich echt Südzucker gesagt. Südzucker, Dr. Oetker und Nestle? Nestle, genau. Obwohl Nestle auch gigantisch ist, ne? Ja, genau. Ich Also ich hätte direkt Südzucker gesagt, aber ich tendiere dann vielleicht doch zu Nestle. Weil Nestle ist einfach zu groß. Ja. Was sagt man? Also? C, Nestle. A oder C? C. C, Nestle. Ja. Und das ist leider falsch. Was? A wäre richtig gewesen. Nein, Südzucker, ich wusste Südzucker. Südzucker war richtig ich gewesen, Ich wusste ja. Südzucker. Ich wusste Südzucker. Ja, kein Problem. Weil jetzt geht's weiter. Ja, Bauchgefühl, ne? Ja, nächstes Mal nehmen wir wieder Bauchgefühl. Aber Südzucker ist echt so groß, ja? Mhm. Ja, ich hab's irgendwie geahnt, ne? Ja. So, dann geht's um das Thema Kühe. Wie viel Liter Milch gibt eine Milchkuh beim Höhepunkt der Laktation? Hier gibt's am Tag? Keine Antwortmöglichkeiten. Genau. Am Tag. Ist das jetzt. Muss ich mir das auf Liter sagen oder was? Ja, es sollte schon. Also es muss jetzt nicht genau der Liter sein, aber es sollte schon ungefähr. Antwortmöglichkeiten? Also nee, leider nicht. Also ich würde schon sagen, so 40-50 Liter hätte ich easy gesagt am Tag, weil die wird zweimal gemolken am Tag. Und ich würde sagen, pro Milchvorgang würde ich sagen, dass das schon so 25 Liter vielleicht da rauskommen. 25, 6, 28 vielleicht, 29. Mach mal auf 10 Stelle, glaube ich, ist schwer genug. Also da würde ich sagen, dann sag mal 26 Liter, das sind 52 am Tag. 10er Stelle, Wolle. 10er Stelle, ja. Also 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, machen wir es ein bisschen einfacher. 50? Also, oder, Wilmi? Machen wir 50? Jetzt also, meinst du, also soll jetzt pro Tag oder? Ja, am Tag. Pro Tag, ja. Ja, 50, 60? 50, komm. Hast du 50? 50. Okay. Nehmt ihr 50? Würden wir nehmen. 50.
Hört sich nicht so sicher an? Ne, ich bin gerade so 50 oder 60 halt. Ich finde 60 zu viel. Ja? Weiß ich nicht. Aber er hat ja gesagt, am Höhepunkt ihrer Dings, ne? Am Höhepunkt, ja. Komm, dann mach du deine 60. Dann mach deine 60, vielleicht geben die ja sogar 30 Liter am Höhepunkt. Nehmen wir die 60. Und richtig, da habt ihr euch nochmal gut entschieden dafür. Gut, Baby, du bist die Beste. Ihr seid ja der Wahnsinn. Gut, dann nächste Frage. Wie viele Leute sind in der PL und aus welchem Bissland kommen die meisten aus der PL? Das ist dumm. Also wie viele Leute und aus welchem Bundesland kommen die meisten? Projektleitung von diesem Projekt. Projektleitung von diesem Projekt, genau. Okay, erzähl mal. Achso, sollen wir das überraten? Ja klar. Es gibt... Was? Ihr müsst raten, wie viele Leute wir sind und aus welchem Bundesland die meisten kommen. Warte mal, in der PL sind... Moment. weißt du's? Nee. Ich würde sagen, in der PL sind... 7. So, die Anzahl in der PL... Warte mal. Ist halt die Frage auch, zählen die dazu, die sich so um das Technische mit kümmern? Ja, die sind dabei, ja. Dann würde ich auch, du hattest 7 gesagt, Wolle, ja, ne? Komme ich auch drauf. Dann mach mal, dann 7 sind in der PL. Das ist leider nicht korrekt, das sind 8. Oh. Und das Bundesland? Keine Ahnung. Nimm das Größte. NRW. Ich würde auch NRW sagen, ja. Ist leider auch nicht korrekt, das ist in Niedersachsen. Warte ganz kurz. Ach, schade. Zu spät. Ja, okay. Das hat leider zu spät. Ja, gut. Ja, das können wir nicht wissen. Aber Problem, ja, wir warten schon gut bis jetzt. Machen wir weiter. Wofür steht Hanuta, Abkürzung? Haselnuss Nutella. So, ja. Klingt gut. Nee, warte mal, nicht Nutella. Okay. Haselnuss. Nee, Nutella ist ja Quatsch, das ist ja eine Eigenmarke. Haselnuss. Warte mal, wie heißt das? Nougat? Hanuta. Haselnusstafel. Das ist korrekt. Sehr gut, Wolle. Ja, ist, wenn die Kinder hast. Und jetzt Trommelwirbel. Frage Nummer 7. Was war 2022 das meistbesuchte Denkmal in Deutschland? Raten oder Antworten? Denkmal in Deutschland. Was haben wir denn für ein Denkmal? Ist was Großes. Also. Das meistbesuchte Denkmal 22. Genau. Was ist denn ein Denkmal? Also, ich habe eine Frage. Brandenburger Tor oder das Fußballstadion in München? Das wollte ich gerade sagen. Ist das Brandenburger Tor ein Denkmal? Das gehört sicher auch zum Denkmal dazu, ja. Also es gibt den Kölner Dom. Ich glaube, das ist ja auch ein Denkmal. Es gibt das Brandenburger Tor fällt mir auf jeden Fall ein. Es fällt mir ein. Aber echt schwer. Das ist kein Denkmal. Hier Schloss Neuschwanstein fällt mir auch noch ein. Aber 22, da muss ja irgendwas gewesen sein. Also ich würde einfach sagen, Berlin, Brandenburger Tor, ist einfach, weil da so viele Menschen sind, keine Ahnung. Beide? Hat das auch erst im Kopf, aber. Oder der Kölner Dom, der ist auch so gut besucht, glaube ich. Ja. Brandenburger Tor oder Kölner Dom? Was meinst du, Wilmir? Es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie dann lass uns den Dom nehmen. Ich glaube, der Dom ist. Kannst du da sind. Ja. Ja, gerade so. Also, ich habe gerade so Faschingszeit im Kopf. Weißt du, da sind ja immer super viele in Köln. Deswegen glaube ich, das zieht halt die Leute auch dann, wenn sie schon mal da sind, dann gucken sie sich sowas auch an, weißt du? Ja. Ich meine, durch Brandenburger Tor latschen halt am Tag oder beim Kölner Dom latschen am Tag, weiß ich nicht, wie viele da durch und. Ja. Kommt Kölner Dom fertig. Ja. Da war ich selber schon.
Dann einigt ihr euch auf Kölner Dom? Ja. Jo. Und das ist richtig. Sehr gut, Wolle. Krasse Wunderbar. Scheiße. Wolle, du bist so unglaublich schlau. Dann habt ihr jetzt alle, ja, genau. Okay. Dann werde ich jetzt das noch abklären, wie viel das dann insgesamt an Punkte gibt und wie viel ihr dann bekommt. Dankeschön. Und dann würden wir sagen, in der nächsten Folge bekommt ihr dann Bescheid. Super, okay. Danke dir vielmals. Jo, sehr gerne. Wie heißt du überhaupt? Ich bin der Kurt. Ah, danke Kurt, war uns eine Ehre, hast du gut gemacht. Dankeschön. Jo, das hat mich gefreut. Und da ist er fort, der Kurt. Tschüss. Ja gut, in diesem Sinne sind wir aber auch fort. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schaut auf jeden Fall bei den anderen dabei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüssi.